Schön, dass du es im heutigen Video eingeschaltet hast. Ich möchte mit dir heute einmal über das spannende Thema Arthrofibrose sprechen. Und zwar gehen wir einmal gemeinsam die Definition, also die Erklärung der Krankheit durch, dann einmal die möglichen Ursachen und natürlich ganz wichtig die Symptome, das heißt, wie überhaupt eine Früherkennung stattfinden kann. Und über die Therapie mache ich nochmal ein separates Video, weil das ein wenig den Rahmen sprengen würde. Wenn wir zunächst einmal über die Definition sprechen, dann ist es immer sinnvoll, sich einmal das Wort an für sich anzuschauen. Das heißt Arthrofibrose. Arthro, das meint einmal das Gelenk und Fibrose, das ist eine bindegewebige Wucherung. Das heißt, wir sprechen bei diesem Krankheitsgeschehen um eine Bindegewebswucherung in einem Gelenk. Theoretisch sind auch alle Gelenke wirklich betroffen. Typischerweise sehen wir es aber häufiger zum Beispiel am Kniegelenk, sei es nach einer Kreuzbandplastik, das heißt, wenn du dir zum Beispiel das Kreuzband gerissen hast nach einem Unfall oder aber auch nach einem Kniegelenksersatz. Bei der Erkrankung ist der natürliche Heilungsprozess gestört und es kommt zu einer massiven Bewegungseinschränkung mit starken Schmerzen einhergehend. Über die konkreten Symptome, was du wie erkennst, sprechen wir aber gleich im Anschluss auf jeden Fall nochmal. Zunächst kommen wir jetzt einmal wirklich über die verschiedenen und möglichen Ursachen zu sprechen. So eine Arthrofibrose entsteht je nach Literatur, die man sich anguckt, zwischen 1 bis 13% nach Operationen am Kniegelenk bezüglich der Kreuzbandplastik oder eines künstlichen Kniegelenks. Und die Ursachen, die werden kontrovers diskutiert und es wird auch viel geforscht. Früher hat man gesagt, dass es viel um Bindegewebsverklebungen geht und hat so ein Modell beschrieben. Heutzutage geht man eher davon aus, dass mechanische Reize und Emotionalität bzw. Emotionen eine große Rolle spielen. Das heißt, auf der einen Seite kann man sich vorstellen, dass durch das ganze Rumgeschnippel bei der Operation viel Gewebe auch verletzt wurde. Es kommt zu vielen Reparaturprozessen des Körpers. Schmerz entsteht nach der Operation und das ist auch direkt ein ganz wichtiger Faktor. Es ist wichtig, dass der Patient schmerztechnisch gut eingestellt ist. Das heißt, starke, langanhaltende Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wo 10 jedoch der größtmöglichst vorstellbare Schmerz ist. Wenn auf dieser Skala permanenter Schmerz über 5 liegt, dann lässt dieses auf jeden Fall auch das Risiko einer Arthrofibrose steigern. Das heißt, eine gute Medikamenteneinstellung ist da Post-OP auf jeden Fall sehr wichtig. Durch die ganzen mechanischen Reize, also wie gerade schon beschrieben, durch das viele Rumgeschnippel, aber auch nach der OP, die Bewegungen, die Belastung, Gewebe muss sich neu ausrichten. All das sind Stressfaktoren für die Wundheilung, die sicherlich eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite spricht man heutzutage viel über die emotionale Stabilität des Betroffenen. Und das ist auch so mein Eindruck, den ich jetzt in den letzten 4 Jahren, wo ich solche Patienten auch regelmäßig betreut habe, festgestellt habe. Häufig ist es so, dass der oder die Betroffene im Vornherein eine emotionale, schwierige Situation durchgemacht haben. Sei es zum Beispiel einfach, dass man sich große Sorgen über die Krankheit an sich gemacht hat, nach einem Unfall zum Beispiel, oder auch wirklich, dass man privat große Sorgen gehabt hat, zum Beispiel finanzieller Natur oder dass irgendein Familienmitglied erkrankt ist oder eigentlich jede denkbare Ursache, die emotional wirklich nachhaltig Sorgen auslöst. All das sind so Faktoren, die dort eine große Rolle spielen. Wieso das so ist, das ist hauptsächlich so, weil Sorgen Stress entstehen lassen und dieser negative Stress einen Einfluss auf unser gesamtes Nervensystem und Vegetativum hat. Das heißt, die Systeme, die eigentlich diese ganzen Stoffwechselprozesse im Körper regulieren sollen und auch nach der Operation regulieren sollen, die sind dann durch diese Emotionen ja, gestört und es kommt quasi das ganze System in Stocken. Wenn wir jetzt einmal darüber reden, was überhaupt oder wie überhaupt diese Wucherung zustande kommt,
Dann müssen wir einmal ganz kurz und knapp über die sogenannten Fibroblasten sprechen. Keine Sorge, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Fibroblasten sind einfach ein Hauptbestandteil unseres Bindegewebes und diese Zellen sorgen quasi dafür, dass Bindegewebe sich aufbaut. Normalerweise ist es aber so, dass gleichzeitig auch mit einhergehend mit einem Zelltod Bindegewebe und Fasern und Zellen quasi abgebaut werden. Das heißt, dieses System zwischen Aufbau und Abbau, das ist dort eben im Gleichgewicht, dass es eigentlich dann nicht zu einem Krankheitsgeschehen kommt. Wenn jetzt aber dieses System gestört ist, durch eben diese andauernden mechanischen Reize, durch starke Schmerzen und durch emotionale Instabilität und große Sorgen, großer Stress zum Beispiel, dann kann es sein, dass diese Fibroblasten immer weiter wuchern und zeitgleich aber dieser Ausgleichsprozess, dass alte, tote Zellen quasi abgebaut werden, nicht mehr stattfinden kann. Und so kommt es zu einer Vermehrung von Gewebe, was dann logischerweise auch Einfluss auf die Gelenkmechanik hat, auf das Schmerzempfinden hat, denn das sind typischerweise Zellen und das ist typischerweise Bindegewebe, was nach kurzer Zeit schon mit Schmerzfasern durchzogen ist. Das heißt, wir nehmen Schmerz auch relativ schnell und deutlich dann leider wahr. Kommen wir jetzt einmal zu den Symptomen. Das ist wahrscheinlich ein Thema, was dich mit am meisten interessieren wird. Und zwar bleiben wir einmal bei dem Kniegelenk hier. Da ist zum einen einmal ein Symptom, das sogenannte Schraubstockphänomen. Das heißt, dass du das Gefühl hast, dass sich in deinem Kniegelenk ein Schraubstock befindet. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass alles wirklich sehr rigide und fest ist. Falls du betroffen bist, beziehungsweise der oder die Betroffene, werden sich mit diesem Gefühl wiedererkennen. Des Weiteren haben wir ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass ein starker Schmerz auftritt und dieser starke Schmerz, der geht dann häufig eben mit Symptom Nummer 3 einher, nämlich einer stark eingeschränkten Beweglichkeit. Und wir sprechen dann davon, dass zum Beispiel nach vielen Wochen immer noch nicht die 0 Grad Streckung möglich sind, also quasi die normale Streckung des Kniegelenks, die bei einem gesunden Kniegelenk möglich ist. Nicht mal die Überstreckung, sondern die 0-Grad-Streckung und die 90-Grad-Beugung im Kniegelenk. Die sind nach vielen Wochen dann auch noch nicht möglich und gegebenenfalls sogar deutlich, deutlich schlechter. Das heißt, in vielen Fällen bewegen wir uns dann nicht mal knapp darunter mit 85 Grad oder ähnlichem, sondern wirklich deutlich drunter. Symptom Nummer 4 ist die eingeschränkte Patella, also die eingeschränkte Kniescheibe, die wir hier vorne einmal sehen. Und zwar stellt man das meistens durch eine manuelle Untersuchung fest. Das heißt, der Arzt oder der Therapeut untersuchen dann die Kniescheibe und stellen im Seitenvergleich fest, dass diese wirklich stark und massiv verklebt ist, kann man sagen, also sich sehr schlecht bewegen lässt. Da sind natürlich geschulte Hände wichtig. Der Unterschied, wenn man aber schon viele wirklich gesunde Kniescheiben in der Hand hatte, zu einer solch steifen Kniescheibe, der ist schon sehr erheblich. Das heißt, aus diesem Mix der 4 Symptome kann man auf jeden Fall dann als Arzt entsprechend die Diagnose weiter eingrenzen. Ganz wichtig bei dieser Erkrankung ist eben die Frühdiagnostik, denn die Therapie, die ändert sich rapid, sobald festgestellt wird, okay, es handelt sich um eine Arthrofibrose, dann ändert man die Therapie doch sehr, denn zuvor behandelt man eher so nach dem Motto, viel hilft viel und immer weiter und weiter bewegen und in den Schmerz rein und das kommt schon und den, vielleicht kommt dir das bekannt vor und es geht aber einfach nicht voran, der Schmerz ist unerträglich, es wird vielleicht sogar eher noch schlechter und ja, da muss man unbedingt was ändern. Wie es dann weitergeht mit der Therapie, dazu erzähle ich in einem anderen Video mehr. Ich würde mich freuen, wenn du dir beide anschaust, mich mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützt und wenn du Erfahrungen mit dieser Erkrankung hattest oder du weitere Fragen hast, dann schreib mir diese gerne in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim folgenden Video dann wieder und ich würde sagen, bis dahin eine gute Zeit und vor allem viel Gesundheit, bis dahin.